Ja, hallo, liebe Galle-Freunde. Ich bin's, der Tenshi, und da ist auch schon der Ultbull. Hallo, Ultbull. Hallo. Wir spielen Fortress-Craft. Heute töten wir diesen. Kann man den eigentlich tot machen? Ich weiß es nicht. Wollen wir das mal probieren? Ich schieß mal drauf. Nee, der kriegt ja Schaden. Das ist so ein. Das ist halt einfach ein Naturgesetz, ein Phänomen. Das ist einfach existent. Das kannst du nicht umbringen. Oh, wo ist meine scheiß Waffe? Hier ist meine Waffe. Ich lenke ihn ab. Nee, die sind ja so programmiert, dass du bloß in die Range kommen musst, glaube ich, um Schaden zu kriegen. Nee, ich bin genau an seinem Fuß jetzt gerade. Der guckt mich gerade an. Echt, bei mir guckt er nicht mal. Oh. Quatsch, Speierwurm. Haha, du Luschi. Ich hab ihn berührt. Es bringt also gar nichts hier. Ja. Ja, heute, Leute, wollen wir ein bisschen unterirdisch gehen. Oh, wisst ihr, was wir vergessen haben? Das Soft-Zeugs, das Soft-Eis, in die Nähe vom Labor zu legen, da in die Kisten reinzuschmeißen, damit wir es dann schon mal da haben. Ja. Brauchen ja bloß 200 Stück. Den Rest können wir ja von mir aus wegschmeißen. Naja, vielleicht brauchen wir es für später noch. Ich habe eh nur 148. So, übereinander stapeln. Hatte man nicht immer die. Ne, da unten stehen die. Okay. Ah, ne, ich habe doch noch welche. Hier sind noch welche. Softcap. Ja, du kannst nur 100 Stacks machen. Irgendwie. So, und hier, naja, Energieversorgung. Heute gehen wir ein bisschen underground. Wir wollen Nickel finden. Damit ich brauche Strom. Wie bitte? Ich muss mir erst Strom holen. Dann können wir. Also, du kannst schon los. Wir gehen gemeinsam den Weg. Wollen wir uns vielleicht vorher noch ein paar Ohrextraktoren bauen? Hab ich noch welche einstecken? Ich bin. Und vielleicht noch ein oder zwei von diesen. Wir haben ja eh keinen Strom da unten. Doch, Strom haben wir. Ja, ich wollte mir erstmal anschauen, wie es überhaupt aussieht. Obwohl, ja, nehmen wir lieber mit. Nehmen wir lieber so ein Zeugs mit. Ich baue mal. Zwei Stück habe ich mal gebaut. Was denn? Ich baue mal drei. Was? Ohrextraktor. Okay. Ich mach mal eine Power Storage, brauchen wir das? Ich hab keine mehr. Ich hab ein Einstecken noch, krass. Ich baue mal nochmal welchen. Laser habe ich vier Stück. So. Was hast du? Laser hast du vier Stück? Ja. Das ist gut. Also wir haben ja immer Strom mit runtergenommen, so ist es ja nicht, ne? Ich habe mal zwei Storage Hopper noch gebaut. Ja, warte mal kurz. Ich habe drei. Die Solarpanels an, die brauchen die Crystal-Kacke. Naja, vielleicht. Außerdem kannst du Solarpanels da unten nicht bauen, weil keine. Ja, das ist Solar. Das ist mir schon klar. Ich würde die nur gerne irgendwann bauen. Warte mal. Was soll ich eigentlich bauen? Ich wollte die Blöcke bauen. Storage-Block. Storage-Hopper. Nicht Hopper, Tin sondern. Brauche ich dann noch. Strom. Ich hole mir noch Tin. So. Und dann baue ich einen Strom-Block. 1, 2, 3, 4. Oh, guck mal, hier sind auch noch PCBs drin. Ich pack die mal drüben in die andere Kiste. Es ist eine gute Idee. Harten PCBs waren das. Ich pack die mal hier drüben mit rein. Interessant, dass die ganzen Sachen, dieses Lightgetin und so ein Zeug, die vergammeln uns nicht. Das finde ich gut. Ja, ich habe auch noch ein paar Stinger und so weiter. Aber die sollen angeblich ja auch vergammeln. Oder vergammeln die. Aber nur in Hoppern wahrscheinlich. Ja. Es heißt, dass irgendwie. Ja, kaputte Sachen vergammeln können. Aber hier zum Beispiel, es gibt kaputte Stinger. Die müssten eigentlich auch vergammeln eigentlich. Interessanterweise tun die es gar nicht. Ich habe sogar noch 32 einstecken. Gucken wir mal. Ich habe mal ein paar dazu gepackt. Ich habe auch noch Haufen Müll einstecken hier. Ja. Hast du die rausgeholt? Ich Idiot. Ich habe sie rausgeholt und nicht reingepackt. Ja, weil das die große. Ach hier, das ist übrigens hier. Das kann ich auch nochmal drüber schieben nachher. Hier ist noch ein Stinger. Also ich noch dieses eine Forschungsding, was ich gefunden hatte in diesem Wrack. Aber ich möchte halt die Forschung nicht unterbrechen, deswegen machen wir das später mal. Organic Rock hau ich auch mal da rein, weil da haben wir 15 Stück habe ich da jetzt. Ich habe noch 8 Diamanten, ich weiß gar nicht, was man. Genau, die schmeiße ich auch mal da rein. Was könnte man damit machen? Linsen, oder? Linsen. Lecker, ich habe so Hunger auf Linsen. Oh, Linsen wäre jetzt lecker, so richtig schön mit Speck. Aber heute ist Feiertag. Und Würstchen. Oh, leckere Würstchen. Hätte ich auch Bock drauf. Ich habe heute bei Burger King gegessen. Köstlich gespeist. Schönes Mittagessen. Ja, es war auch. Ich weiß nicht, es war zwar ganz lecker, aber es ist halt auch wirklich. Bist du schon runter? Nee, ich bin noch hier. Ich wollte noch die Diamanten wegtun. Ich will mitkommen. Die Rubis muss ich noch reintun. Na komm, geht rein, ihr Rubis. Los und schnell hinterher. Nein, du bist bestimmt schon weg. Ich bin unten. Scheiße. Na gut. Energie haben wir genug.
Und das Witzige ist ja, ich dachte ja wirklich, da unten ist es permanent so kalt, ne? Und dann ist es nur so kalt in dieser einen Schicht. Ja. Ich war, ey, das gefühlt, da hätte man sich echt auch runterbauen können, theoretisch. Ey, Ultbo, gefühlt, ja, gefühlt sind wir so 2 Wochen nicht mehr unten gewesen, ey. Ja, gefühlt, ne? Gefühlt. Na, schön, wie alles leuchtet. Hallo. So. Ich glaube, nee, hier war noch nichts. Huch. Ich kann doch nicht. Mann, ist er nicht da. Aber hier, jetzt ist die kalte Schicht, die haben wir schön durchgewubbelt, glaube ich. Hier ist die kalte Schicht hier. Error. Und hier ist das Crystal. Das Crystal geht einfach nicht, weil wir Dings brauchen. Da brauchen wir diesen. Bei mir sind alle nicht. Die Drillheads, oder? Ja. Und da müssen wir noch gucken. Also nicht, doch, die Heads brauchen wir. Den Kopf, Bohrkopf. Aber die gibt es noch nicht. Aber vielleicht gibt es in der neuen Forschung, die wir gerade machen. Und hier. Hier hat man, glaube ich, sogar schon das erste Mal hier. Ist das nicht die Danit? Die Tarnit gewesen? Nee, in der vorletzten war das. In der Zwischenschicht sogar war das. Ja, war das nicht hier? Der ist wir mussten. Nee. Wissen Sie das übrigens? Hier war das noch nicht. Okay. Oder? Ich gehe mal weiter runter. Ich dachte, das war das. Glaube ich, hier war das noch nicht. Ja, da unten gibt es bestimmt auch irgendwo Titan. Titan. Hier? Also wie weit sind wir denn? In der Zwischenschicht. Hier in der Zwischenschicht ist das. Alter, wie weit waren wir denn unten schon? Das ist so krass, wie weit das hier runter geht. Hier in der Zwischenschicht. Mega leck. Hier, da oben steht auch der Miner. Wir müssen wieder ein Stück hoch. Hm? Wir müssen wieder einen hoch. Also. Also hier stehen bleiben jetzt. Und rausspringen. Juhu! Wie soll man denn hier an die Titan rankommen? Und hier hatte ich irgendwo den. Da oben steht er. Da oben steht er. Ich sehe gar nichts, ey. Wo bist du gerade? Ich auch nur wenig. Da bist du. Ja. Aber könnte ruhig mal ein bisschen mehr Licht machen. Hier irgendwo hatte ich. Hier steht er, meiner. Was ist hier? Das soll ein Ding sein, ja? Eine Titanit? Out of power. Out of power, my friend. So, Power haben wir hier schon runtergebracht. Auf der Seite wird runter geschossen. Ja, das können wir theoretisch hier können wir das abzwacken. Ja. Welche Höhe brauchen wir? Die Höhe hier. Ne, es ist die Höhe. So hier so. Kann ich hier abbauen? Ja. Dann können wir mal ein bisschen langlaufen hier. So. Lasers habe ich. Ja, und ich hab noch Dings gebaut. So, mal gucken, ist das die Höhe? Ist das hier die Schicht? Dann nee, mach da mal am besten ein Storage-Ding hin. Einen Block mache ich da hin. Wo haben wir den denn? Da ist der Block. Dann hau ich dort gleich einen. In welche Höhe wollten wir haben? Da ist ja auch die Höhe, ne? So. Oder? Ja, das ist die Höhe. Der trifft, super. Oh, aber wie Mist. Kriegen wir denn jetzt den Laser hier hin? Ja, das mach ich. Vielleicht soll man die doch höher machen, Ultbull. Was? Naja, weil sonst kriegt man den Laser, dass man hier oben lang ziehen. Oben drüber. So eins höher mit dem Storage-Block. Dann kommen wir den Laser nach rechts, dann hier nochmal nach vorne und dann hier. Das mal so hier. Ach so, ja, das ist glaube ich besser. Mach du das, du bist du sowieso. Ja, leider. Immer krieg ich alle mich. Oh, fall nicht runter. Nein, der ist runtergefallen. Shit, dann. Ich da unten. Hinterher. Ich komme. Geronimo! Ah! Toll, ich hätte auch runterfahren können. Der ist genau da stehen geblieben. Ich wüsste nicht, dass wir das schon verbunden haben. Na egal. So. Wie komme ich jetzt da hoch? Hui. Also. Ich glaube, hier müsste der lang. Zu dem Block. Also, eins höher. So. Okay, dann haue ich hier mal einen Laser ran. Blub. Nee, falsch. Nein, den kriegst du wieder. Ich hab alles, ja. Ich hab alles. Ich krieg alles. Der muss dann drunter gebaut werden, ne? So. So, lass mich den schnell hier hin. Falsche Richtung. Ach so. Okay. Ja, da habe ich demnächst gleich wieder los. So. Ja. So, das und haben wir schon mal dann da. Dann mache ich direkt mal einen unten drunter noch und dann schießen wir nach unten. Ich habe vorhin Logistikkörper gebaut und die habe ich oben alle verbaut gehabt in der ersten Folge, die wir aufgenommen haben heute. Ja. Das heißt, wir haben hier gar keinen Storage-Hopper jetzt. Ich habe 3 Stück. Ja! Und da ist er tot. Ich bin irgendwo runtergefallen, Tenji. Wo ist denn die Quelle hier überhaupt?
Quelle ist richtig groß. 42.000 bekommen wir 4.000 raus. Echt? War das nicht so groß? 42.000. Kleines Stück Kacke hier ist das. Ja, wie kriegt man das nach oben? Fließbänder und so. Alter, weißt du, wie tief wir sind? Wir sind 400 Meter unten. Jetzt bräuchte man einen Cargo-Lift. Der soll ja angeblich 400 Meter gehen oder so. Hast du mal gesagt. Und da haben wir den Story. Stimmt, der Cargo-Lift. Können wir den bauen? Nee, die können wir noch nicht bauen. Die müssen wir da erforschen erst, ne? Ich werde mal was bauen, um hier hochzukommen. Ja, und eine Plattform hier oben mal ein bisschen, damit man hier nicht direkt runterplatscht. Ja, der würde doch theoretisch, würde der nicht hier stehen? Nee, der wird hier nicht stehen bleiben, ne? Hm. Man müsste also, wenn man runterfährt... Hä? Sowas wie Leitern oder sowas gibt's ja nicht. Also wie können wir von der letzten Station, die nach unten geht, uns bis nach oben? Das ist ein richtig weiter Weg. Wir können theoretisch den Dings anpassen. Den Fahrstuhl. Ja, aber dann noch einsetzen. Ich finde es aber ganz gut, dass der hier gerade so unten ist. Die Frage ist ja, ob wir nicht eh noch tiefer wollen, sodass wir, wenn das ja einmal gebaut ist, was wir hier gerade bauen, ja. Dass wir das, wir rühren das ja eh dann nie wieder an. So, Energie. Hier ist ein Aufgang. Ja. Ja, das geht schon, dass wir uns einfach dann abspringen oder so. Ja, das ist ja nur nicht das Problem. Das ist ja nur für die. Wir bauen das ja nur einmal. Dann wird das. Wir müssen es sowieso nach oben bringen. Wir könnten jetzt so mit dem Mettern arbeiten, weil anders kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder mit den Pipes oder diesen Cargo-Lift, der anscheinend irgendwie was Cooles machen soll, aber. Aber anders kann ich mir nicht vorstellen, wie wir das nach oben kriegen sollen. Effizient, schön nach oben. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall 40 von den Titanium-Rohren. Wir wollten ja mal Dings machen, ne? Wir wollten ja dann, wir wollten theoretisch so eine Röhre machen, die neben dem Strom nach oben geht, ne? Ja. Und wo dann alles drin transportiert wird. Und dann nach oben aussortieren. Aussortieren. Aber das können wir ja mit den Rohren dann machen. Ja, ne? Brauchen wir Titan. Titan haben wir ja theoretisch jetzt. Titan haben wir jetzt. Mal her damit. Aber so viel, aber nicht so viel wahrscheinlich. Ich habe jetzt wieder 8. Ja, nee, nicht mal. Weil du kriegst aus acht Alter. Stück kriegst du ja immer nur einen Ball. Wir brauchen 400 Stück davon. 4 fucking 100! So, wollte ich mal von gesagt den haben. Rohren. Und wie viel Titan brauchst du pro Rohr? Ich habe keine Ahnung. Mindestens ein. Ja, das brauchen wir schon mit. Also, na gut, 400. 400? Das 400 mal 8? Oh Gott. Vier oder mal, weißt du, wie viel Erze du brauchst? 4 mal 8 sind 32, sind 3.200. Bin ich doof? 3.200? Kann das hin? Kommt das hin? Ist viel. Auf jeden Fall viel braucht man da Erze. Okay. Also da kommen wir mit dem kleinen Storage-Hopper nicht klar. Haben wir hier unten noch irgendwie gepinnt? Wir hatten hier Gold. Haben wir schon? Hatten hier noch irgendwo Gold. Aber frag mich bitte nicht mehr, wo das war. Ist so lange her. Ich ping mal nach Unknown. Unknown. Warte mal. So. Haben wir hier noch was Unknown? Oh, hier ist tatsächlich noch was Unknown. Unknown, nee, weiter, das ist tiefer. Was? Da ganz hinten geradeaus wäre noch was auf unserer Höhe. Da oben ist ein Block. Okay. Komm ich da ran? Oh Gott, da komme ich nicht ran. Hier ist was. Oh shit. Au, da ist ein Block, ein unbekannter Block. Und ich komme nicht ran, weil ich mich da nicht hinsetzen kann. Oh, ich sehe nichts. Aber wo bist du da oben? Ich versuche mich mal da oben was hinzubauen. Um in eine Höhle reinzuklatschen oder so. Ich glaube, das hat gereicht. Wo siehst du das? Ah, das da oben, das leuchtet, das ist nur ein Kristall, glaube ich, oder so. Nee, da oben ist ein richtiger Block, ein unbekannter Block. So, noch ein bisschen höher. Ich schaff das, ich komme ran an den. Das ist hier. Unknown Block. Ach, Mann. Ein unbekannter Block. Ich hasse es. Was? Dass ich so gut aus Ruder bin? Nee, das ist blöde rumgeht. Und das ist. Dubel. Aber ich habe noch Diamant gefunden. Na stimmt, ich weiß nicht, was das ist, aber hier ist ein Block auf jeden Fall hier oben. Wie kann ich am besten markieren? Warte mal, mit einem Licht kann ich den markieren. Für dich. Nee, mit einem richtigen Licht. Ach so. Einfach mal eins dran bauen. Ich wollte nur erstmal finden. Aber du kannst ihn auch abbauen und mitnehmen. Nee. Außer, ich muss erstmal researchen. Oder kann ich ihn auch schon. Kannst du auch so mitnehmen. Das ist halt unknown, irgendwas im Inventar. Wenn du abbauen kannst. Waren das noch? Einfach rechts im Maustaste. Hey, da kommen Sachen raus. Ah, nee, da kommt ja dieser Flubber-Scheiß raus. Ah, okay. Super dick ist hold left. So. Ja, vielleicht ist das ja das, was wir brauchen. Ist das noch mehr? Das ist nur ein Block gewesen. Ah, schade. Aber ich baue ihn gerade ab. Ich habe ihn abgebaut. Ich habe tatsächlich abgebaut. Okay. Nee, da ist noch mehr davon. Daneben.
Aber das war eigentlich nur eine kleine Ader. Ich habe keine Energie mehr, scheiße. Ich werde mir das hier mal markieren. Ich habe jetzt 88 Titanium-Rohr. Scheiße. Oh, fuck. Aua, ich Idiot, ey. Kann ich da oben noch was hinbauen? Shit, wo war denn das jetzt? Irgendwo da oben. Irgendwann hat man auch Gold. Frag mich nicht mehr wo. Ich hab's leider vergessen. So, ich muss... Aber das ist auch Organic Rock. Ich muss eh mal nach oben langsam. Ja, du kannst den Rest dann mal mitnehmen. Oh, hier ist alles voll mit Organic Rock. Cool. So, ich fahr mal nach oben. Ja, wenn das okay ist. Ja, fahr hoch. Dann schau ich mal, was das ist. Organische Steine ein. Oh Gott, ich bin gerade wieder so lahmärschig unterwegs. Wo war denn das? Ich hab gar nichts mehr. Irgendwo hier bin ich doch rein. Lol. Jetzt sehe ich nicht mal, wo ich mich reingekommen habe, aber egal. Was ist das denn hier? Crystal? Crystal? Oh, Crystal. Crystal. Das Crystal? Es ist Titanium. Ich habe hier doch mal Titan gefunden. Yeah, wir brauchen Nickel. 60.000. Nickel nieden wir. Nickel. Ja, da müssen wir so auf 400 runter. Sind wir noch auf 400? Das sind wir ja. Ja, sind aber doch. Ein Stückchen weiter runter ist doch kein Problem. Ja. Aber ist so krass, ne? Leute, bei Minecraft wären wir jetzt schon lange. Da sind wir bei wie waren 256 Blöcke, ist glaube ich die gesamte Welt von die gesamte, ja. Von Himmel bis unter zum wie heißt das? Rock da unten, keine Ahnung. Bedrock. Zum Bedrock, ne? 256. Jetzt hier sind wir schon bei minus 400. Ja. Wir haben noch nicht mal alle Erze gefunden. Ach, noch lange nicht. Aber es ist schade, dass man im Multiplayer irgendwie die Lifte nicht größer machen kann. Dadurch haben wir halt so viel Aufwand zum Bauen, weil wir ja tatsächlich jeden scheiß Lift dann irgendwie nur maximal so weit machen können. 64 Blöcke. Wie weit? Leider. Die können, glaube ich, bis zu 200 hoch, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Man kann die auf jeden Fall ziemlich krass upgraden. Hallo Welt, hier bin ich wieder. Uhu. Okay, mal gucken wir mal. Zwei Unknown Materie haben wir. Wieso zwei? Das eine bringt 20 und was ist? Nickelohr. Das ist Nickelohr gewesen. Was du abgebaut hast? Geil. Ja. Und das andere ist... Ah, das kostet wieder Energie, muss ich ein bisschen warten. Ja, aber das war bloß so eine 3-Erz-Quelle oder so. Ja, vielleicht ist das ja immer nur so klein. Und eins davon habe ich... Ne, da gab es aber, als ich gescannt habe, war ein Haufen Unknown-Ohr da. Okay. Aber vielleicht kann ich ja... Aber du kannst ja jetzt Ping machen. Ja. Ein Nickel-Ping. Saphir-Crystal hast du gefunden. Saphir? Oh, sehr gut. Saphir-Crystal. Oh, Metal-Alloy ist auf einmal fertig geworden. Also kann man jetzt bauen. Researchen, das ist ein Research-Projekt. Using local metal, it should be possible to create higher grade steel for improved... Oh, krass. So kann man jetzt mischen, ne? Material mischen. Advanced Power Grid gibt's jetzt auch? Durch was denn? Nur durch den Kristall oder was? Oder durch Nickel? Ich habe keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich, weil wir alle hier zwei Metalle jetzt haben. Okay, jetzt müsste ich ja ein paar von diesen Erzen einstecken haben. Iron Ore, Kupferohre, Tinnohr. Wieso habe ich überhaupt Kupferohr einstecken? Nickelohr, 21 habe ich abgebaut in diesem einen Block. Ach, du hast das richtig mit Karacho abgebaut? Ja, du hast doch gesagt, ich soll es abbauen. Ach so. Ich dachte, das ist nur so ein Standardblock. Nee, das war auch nur, das sah nur aus wie ein Block beim Scannen. Okay. Die Frage ist, muss ich das, wenn ich einen Ping daraus machen will, brauche ich dann dafür Ohr oder brauche ich was Fertiges? Ah, ich bin auch wieder oben. Hallo, willkommen hier auf der Erde, Nickelping. Nickelohr brauche ich, 21. Das heißt, ich könnte theoretisch 21 Pings basteln. Einfach ich schmeiß nur, mal. Ja, oh, ich, das ist gut. Die Titanium hier rein. Dann können wir das nämlich schon mal ein bisschen arbeiten lassen hier. Habe ich noch Kupferbahn, habe ich noch da, yes. Ich mache mal kaputt Kupferbahn, schmeiße ich mal hier rein, damit ich die Kabel kriege. Wie war das mit 10, mit Shift? Was brauchen wir für eine Temperatur, das Titanium? Okay. Und ja, Leute, es gab auch Kommentare, dass diese Anlage hier viel zu klein ist. Man bräuchte viel mehr. Ja, theoretisch hätte man natürlich sowas machen können. Hier, da gibt's Kabel. So, dann schmeißt du rein das Ding und hier hinten teilt sich das dann auf in mehrere Kabelmaschinerien.
Und dann wird das zurückgeleitet. Das würde natürlich funktionieren, aber ja. Wir für unsere Zwecke reicht das aktuell. Wenn wir später mehr brauchen, bauen wir mehr. Naja, man lernt ja so auch. So einfach. Also, wenn man jetzt zum Beispiel eine andere Map machen würde, eine neuere oder sowas, dann würde man wahrscheinlich von Anfang an eher sagen, ja, wir müssen uns erstmal darauf konzentrieren und darauf, weil wir ja dann wissen, wie man das erforscht und so. Richtig. Wir spielen das Ganze ja, ihr dürft ja nicht vergessen, zum ersten Mal richtig. Ja. Bitte seid nachsichtig. Und ja, auch die Spoiler, wäre schön, wenn ihr da nicht ganz so viel in den Kommentaren spoilert. Ja, zum Beispiel das mit den Würmern und dieses Nuke-Ding da oben. Das ist ein bisschen schade, dass wir das gelesen haben, weil dadurch ist man nicht mehr so überrascht, weil ich dachte mir, hier ist jetzt ein Loch, aber ich wusste irgendwie, woran das liegt, weißt du, so ein bisschen schade, weil sonst hätte ich mir gedacht, hey, warum ist jetzt hier ein Loch? Graben sich Gegner durch? Dann hätte man sich erstmal spekuliert, was jetzt was ist. Ich soll nicht so viel labern, dann mache ich nur Kacke. Also ich mache sonst auch nur Kacke, aber hey. Nach Tinplatten brauche ich auch noch. Scheiße! Habe ich Tin noch einstecken? Was ist denn das da? Was ist denn das da unten? Tinbahn. Tinplatte. Ich hab 66 Tin einstecken. Ja, soll ich mal? Nehmt ihr mal hier die Wires raus oder bastel mal ein paar Pins. 10. Pins. Zinn? 10 habe ich reingeschmissen. Ach, die hast Bahn einstecken gehabt, Leute. Ich hatte auch Bahn. Ich hätte auch welches reinmachen können. So, Kupferwire. Sollen wir vielleicht auch Kisten davor machen, ne? Ja. Yeah, so kleine. Mach mal ein paar. Hä, wieso? Was für Kisten? Ja, wo wir die Sachen dann reinmachen. Aber das ist ja auf Bedarf hier. So. Also wenn da was übrig ist oder so, dass man das immer in die Kiste schmeißen kann. Muss ja keine große Kiste, so reicht ja eine kleine oder so. So, 3 Pinks bloß. Erstmal, ich brauche noch mehr Platten. Mehr Platten aus dem Meer? Natürlich aus dem Meer. So, Craft. Jetzt könnte ich in meinem eigenen Inventar kann ich jetzt hier. Wo sind denn die wieder? Hier. Oh, das eigene Inventar. Ich hab Nischel gebastelt. Oh, das muss ich jetzt aber erklären, weil das wissen die wenigsten, was ein Nischel ist. Was? Weißt du nicht, was ein Nischel ist? Na, ich schon. Ich gib's gleich was auf ein Nischel. So. Was machst du denn? Achso, ich wollte gerade sagen, wieso baust du denn den Boden ab? Was läuft mit dir? Dachte ich mir so. Und dann dachte ich mir so weiterhin so. Ach nee, Moment mal. Der will da bestimmt eine Kiste reinmachen. Ja. So, Denji hat schon drauf. Der weiß schon, wie es geht. Okay. C. Ich drücke auf C die ganze Zeit und nichts passiert. Ach, wenn man eine Maschine anguckt, man drückt C, dann passiert nichts. Okay. Gut zu wissen. So, Nickel. So, ich habe jetzt ein paar Nickel-Dinger gecraftet. 10 Stück habe ich jetzt. Das heißt, da finden wir auf jeden Fall Nickel da unten. So. Titanhammer jetzt einstecken. Ich wollte mal kurz gucken, aber gleich fliege ich wieder bald ins Windows raus. Die Pipes brauchen pro Pipe. Ah, okay. Wir brauchen pro Pipe doch ein bisschen was anderes. Wir brauchen 3 Nickelbahnen. Also sind das schon mal 3x8. 3x8 Nickelerz. Wir brauchen Kristall für das Glas wahrscheinlich. 5 Stück. Crystal. Das kriegt man ja noch nicht. Da brauchen wir diese. So, dann brauchen wir 2 Titaniumbahnen und nochmal 5 Tin. Also Tin ist wirklich so ein Ding, brauchst du überall. Immer und immer und immer wieder. Immer mehr. Immer eins mehr wie du. Simplify Experimental Pots werden jetzt benötigt. Hat er die fertig? Sind da welche drinne? Oder haben wir welche Ja, das sind alle, sind genug da, nehme ich mal an. Momentan noch. Weil der Popper ist voll, da passen 10 rein. Ich gehe davon aus, dass da 10 Dinger drin sind. Hä? Bei was bist du? Beim Labor. Ich will nur gucken. Das heißt, wir haben 11 Simplify-Pots. Einer ist drinne, 13 braucht man. Also bräuchten wir eigentlich noch 2 braucht man noch. So müssen wir doch noch ein bisschen Tinbahn hier reinschmeißen. Ich habe ja noch welche einstecken. Ja, ich habe auch noch 50. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel das waren. Macht 20 oder so. Ich mache mal 20 rein. Denn wir können hier drüben mal gucken. Wir brauchen 2 PCPs, 6 Platten. Boah, blöder Schleim. Stört. Ja, ich glaube, 8 Stück brauchen wir. 8 Platten pro PCP.
Das heißt, mit 20 müssten sie eigentlich reichen. Ja. Außer die Verteilung ist kacke. Und wenn wir mehr haben, dann speisen wir es halt hier rein. Außerdem ist es ja sowieso wurscht, weil wird eh alles da gespeichert. Ja, das brauchen wir eh noch für andere Dinge. Also. Ja, ja. Später machen wir dann halt für jeden einen eigenen Hopper. Hä? Oh nein. Oh, das hat mich jetzt erschreckt. Fortress Crafty Wolf, Leute. Was? Ja, ich bin wieder ins Windows geflogen. Das heißt, wir haben wieder die Zeit. Ach so. Aber Leute, ich hoffe, es stört euch nicht, dass man immer in Windows reinfliegt, weil wir haben das extra so gemacht, damit wir die Zeit nicht einfach vergessen, weil in dem Spiel vergisst du die Zeit zu schnell. Ja. Und wir müssen schon ein bisschen drauf achten. Ja, sonst wird es einfach zu krass, weil wir jedes Mal echt die 40 Minuten machen. Da könnte man echt zwei Folgen draus machen. Und wenn wir bedenken, dass wir da am Stück 8 Folgen gemacht haben, wo fast jede Folge um die 40 Minuten war, waren es eigentlich 16 Folgen. Also. Nee, schon krass, was der Ulpo so macht. Ich würde sowas nie machen. Oh, der schießt auf mich. Warum schießt der auf mich? Ach, weil du drauf geschossen hast. So, was wollte ich sagen? So, das haben wir jetzt hingekriegt. Das Forschen wird noch Jahrhunderte dauern. Wir haben jetzt wir haben jetzt Titanium gefunden. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen Nickel. Wir haben jetzt Nickel-Ping. Das heißt, wir gehen jetzt runter und dann suchen wir nach Nickel-Quellen. Ich gebe dir aber mal welche davon. Ich will nicht der Einzige sein, der nachher pingt, weil dann muss ich sagen, da hinten ist was. Hier, da hinten irgendwo. Golden Age of Crafting. Ich habe gerade ein Achievement freigeschalten. Wow, du bist der Beste, Mann. Bro, du bist der Beste. Das Titanium aus dem Dings geholt habe, aus dem Hopper. Oh, ich habe einen Nickel-Ping gesehen. Jetzt weg. Ja, ich muss nochmal splitten. Ja, mit rechter war das, glaube ich, ne? Accept. So, hier kriegst du 5 Nickels. Du brauchst ja 5? Ja, weil ich auch 5 habe. Dann können wir gemeinsam mal sagen, wir pingen jetzt. Und dann kann ich sagen, guck mal, da hinten ist eine Quelle. Gehen wir da hin. Weil ich mag das nicht, wenn ich dann sagen muss, ja, da hinten ist irgendwo eine. So, das machen wir aber in der nächsten Folge. Und wenn wir dann das Nickel haben, dann geht's richtig ab. Dann können wir nämlich endlich mal dann drehen wir richtig durch. Und die Laserdinger bauen und die Forschung wird dann besser. Und das wird alles besser, Leute. Das ist wieder DDR. Da war immer auch alles besser. Ich baue gerade mal ein bisschen Laser. Okay, du baust Laser. Ich trinke einen Cappuccino. Warte. Oh, wie lecker. Wie lecker. Okay, und jetzt verabschieden wir uns. Also, ich war der Tenshi. Mit dem leckeren Ultbull. Hier fallen Sie Noobs-Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.